Gehirn und ich. NetDoktor.at und Roche riefen gemeinsam zum Gesundheitstag. Die erste Veranstaltung dieser Art war der Steuerzentrale des Menschen gewidmet. Expertinnen und Experten aus zahlreichen Fachbereichen präsentierten die neuesten Ergebnisse zu den verbreiteten Erkrankungen, die vom Gehirn ausgehen. Von Alzheimer und Demenz über Multiple Sklerose bis hin zu den seltenen Erkrankungen. Betroffene, Angehörige und Interessierte konnten ihre Fragen anbringen. Was bewegt die Veranstalter zu dieser Art von Publikumstag? Weil die neurologisch-chronischen Krankheiten Krankheiten sind, die im Endeffekt eine Vielzahl von Österreicher betreffen. Es geht um Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer oder andere wirkliche Rare Diseases, also seltene Krankheiten, wo die Leute natürlich immer sensibler drauf agieren und jetzt nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen. Uns liegt alles rund um den Patienten am Herzen und was für uns, glaube ich, ein bisschen besonderer macht, ist, dass wir wirklich versuchen, dort anzusetzen, wo es am meisten wehtut. Und das heißt, beim Patienten geht es oft nicht nur um die tatsächliche Behandlung und die Therapie durch den Arzt, sondern auch um das ganze Setting rundum. Und es freut mich deswegen sehr, dass es uns hier gelungen ist, wirklich multidisziplinär heranzutreten an diesen großen Themenkreis. Und ich glaube, das große Interesse zeigt, dass wir das nicht ganz verkehrt gemacht haben. Also neben Onkologie steht Neurologie im Zentrum des Forschung von Roche und zusätzlich liegt Patienten und Angehörigen uns und mir persönlich sehr am Herzen. Es gibt wahnsinnig viele Patienten in Österreich zu chronisch-neurologischen Krankheiten, MS ganz vorne mit dabei, Parkinson, Alzheimer, Demenz. Und die Leute da online, aber auch vor Ort persönlich zu informieren, ist ein großes Anliegen bei NetDoktor.at. Die medizinischen Fortschritte in Diagnose und Behandlung sind durchaus erstaunlich. Für Betroffene ist der Blick auf neueste Methoden und Aussichten sowie der Austausch mit anderen Menschen ein zentraler Bestandteil der Krankheitsbewältigung. Für alle anderen gilt: Das Gehirn, die Kommandozentrale unseres Organismus, will auch bei gesunden Menschen in Schuss gehalten werden. Was tut man, um dieses Organ möglichst lange in Form zu halten? Einiges. Man pflegt das Gehirn, indem man eben nachdenkt und indem man liest, indem man rechnet. Das Gehirn wird schon immer wieder gebraucht, aber wie gesagt, die Gefühle sind da. Mein Job an sich ist Denkaufgabe genug, jeden Tag eine Redaktion zu jonglieren und so viele Inhalte zu verantworten, ist echt keine leichte Aufgabe. Also ich muss eigentlich kein Gehirnjogging mehr machen, ab und zu vielleicht so Doku, aber ich sage Ihnen was, da bin ich total schlecht drin. Auf der einen Seite zu Hause natürlich, weil ich zwei Kinder habe, mit denen ich lernen muss und permanent abfragen. Auf der anderen Seite im Beruf, wo ja nicht nur eine Aufgabe auf mich herankommt, sondern viele verschiedene. Und in der Freizeit, da spiele ich gern Sudoku. Also ich darf regelmäßig mit meinen Söhnen Memory spielen und ich sage es ihnen, ich verliere jedes Mal und es wird immer drastischer und immer schrecklicher. Also ich glaube, ich tue viel zu wenig. Einkaufen ohne Einkaufszettel, manchmal geht's gut, manchmal einfach weniger gut. Das Gehirn machte den Anfang. Das immense Publikumsinteresse sowie der hohe Informationsgehalt der Vorträge lassen auf eine spannende Fortsetzung im nächsten Jahr hoffen.